Herr Präsident, meine Damen und Herren, Kollegin Högel, Sie haben mir gesagt, ein Jahr lang haben Sie im Kabinett gestritten um diese Gesetze. Jetzt ist es aber so, dass Sie mit der Koalition in einem beispiellosen Angriff auf die Schutzrechte der betroffenen Flüchtlinge hier einfach mal innerhalb weniger Tage diese Gesetze durchzocken, ohne dass die Öffentlichkeit wirklich eine Debatte darüber führen konnte, geschweige denn das Parlament. Und das ist wirklich eine Unverschämtheit. Und man muss wirklich sagen, diese Gesetze sind, gerade die wir jetzt zu diesem Tagesordnungspunkt beraten, voller Schäbigkeiten, was die Angriffe auf die Grundrechte von Flüchtlingen angeht. Sie haben selber eben ein Beispiel genannt. Die Abschiebehaft wird so weit ausgeweitet, dass man jetzt auch Flüchtlinge mit Strafgefangenen unterbringt. Und das ist eindeutig europarechtswidrig. Auch die Einführung einer Duldung zweiter Klasse für Geflüchtete aus der Sicht der Behörden ist nicht, weil sie bei der Mitwirkung nicht genügend mitwirken, ja, also was die Abschiebung angeht, ist einfach ein Skandal. Die Hürden sind so hoch, aber in Abschiebehaft geht man ganz schnell. Die Einstufung von Abschiebeterminen als Dienstgeheimnis und auch hier nochmal eine Korrektur. Amtspersonen werden bis zu 5 Jahre können sie verfolgt werden, aber auch andere Personen. Und damit kriminalisieren sie die Solidarität von Flüchtlingspolitik. Und meine Damen und Herren, das verfassungswidrige Aushungern von anerkannten Schutzflüchtlingen, von Familien mit Kindern, die aus einem anderen EU-Staat nach Deutschland kommen, zum Beispiel Griechenland, Bulgarien, Italien, wo Flüchtlinge schutzlos auf der Straße landen, werden hier ausgehungert, bekommen keine Sozialhilfe mehr. Ohne jede inhaltliche Begründung wird die Koalition die gutachterlichen Stellungnahmen jetzt vom Psychotherapeuten als Abschiebehindernis nicht mehr akzeptieren. Das bedeutet in der Konsequenz, dass kranke oder traumatisierte Menschen abgeschoben werden können, ohne dass wirklich genau geprüft wurde. Dieses Hau-ab-Gesetz, wie es die NGOs nennen, ist ein Katalog der Grausamkeiten, der nur so strotzt von Menschenverachtung und Anbiederung an Rassisten und skrupellose Ordnungsfanatiker. Mit dem zweiten Datenaustauschverbesserungsgesetz treibt die Koalition das Projekt Gläserner Ausländer weiter voran. Datenschutz gibt es einfach nicht mehr für Migranten. Mit der Entfristung des Integrationsgesetzes werden anerkannte Flüchtlinge dazu verdammt, über Jahre in strukturschwachen Regionen zu leben, möglicherweise in Sammelunterkünften, getrennt von ihren Familien und Freunden. Und das ist integrationsfeindlich. Das haben auch die Sachverständigen heute sehr deutlich gesagt. Und die Einschränkung der Freizügigkeit entspricht ebenfalls nicht EU-Recht. Und meine Damen und Herren, ausnahmslos die zivilgesellschaftlichen Organisationen, alle, wir haben auch hier welche auf der Tribüne aus dem Bayerischen Flüchtlingsrat, die ich sehr begrüße, die haben alle diese Gesetze abgelehnt und auf die verheerenden Folgen hingewiesen. Wir müssen im Gegenteil diesen NGOs, dazu gehören auch die Kirchen und viele Wohlfahrtsverbände, dankbar sein für den Einsatz, den sie immer wieder unermüdlich zeigen für Flüchtlinge. Die Koalition kommt immer mit dem Punkt, dass es ein Vollzugsdefizit gäbe bei den Abschiebungen. Doch statistisch belegen sie überhaupt nichts. Ganz im Gegenteil. Sie bestätigen in kleinen Anfragen, dass das Ausländerzentralregister fehlerhaft geführt wird. Sie arbeiten mit Zahlen von angeblichen Menschen, die abgeschoben werden müssen, die es aber gar nicht gibt. Viele, die hier geduldet sind, haben eine Duldung aus humanitären Gründen, weil sie familiäre Gründe haben, eine Ausbildung machen oder möglicherweise auch krank sind oder aus Kriegsländern kommen. Und deswegen sage ich Ihnen, hören Sie endlich auf, mit falschen Zahlen den Notstand zu suggerieren und Stimmung gegen Geflüchtete zu machen.
Und meine Damen und Herren, man hat hier wirklich den Eindruck, dass die Große Koalition, vor allen Dingen die Union, in der Tat diese Gesetze durchpeitschen will, weil sie sieht, dass ihre Große Koalition am Ende ist und dass möglichst noch also ordentliche Verschärfungen durchgesetzt werden. Die Rolle der SPD bei diesem Verfahren ist wirklich nur noch armselig, muss ich sagen. Denn man muss sich die Frage stellen, oder sich wirklich fragen, wie viel Anstand haben Sie eigentlich? Warum stoppen Sie nicht diese menschenfeindlichen, verachtenden Horrorpakete? Machen Sie sich nicht weiterhin zur Handlangerin bei der Demontage der Rechte von Schutzsuchenden durch die Koalition, denn diese Gesetze tragen den Geist von AfD und Union. Und meine Damen und Herren, statt Geflüchtete immer massiver unter Druck zu setzen, brauchen wir eine ernsthafte Bekämpfung von Fluchtursachen, eine humanitäre Bleiberechtsregelung und positive Angebote, vor allen Dingen in der Integration. Deswegen werden wir heute diese Gesetze ablehnen. Ich danke Ihnen. Dr. Konstantin von Notz, Bündnis 90 Die Grünen, hat nun das Wort.